Wien ist ja bekannt für seine Bälle. Einer davon, der Filmball. Und hier reichen sich die Stars die Klinke in die Hand. Das Wiener Rathaus erglänzt in Prunk und Gloria. Denn auf so einem Ball kann man schon sein bestes Kleid ausführen. Hast du schon nette Mode hier gesehen? Nett ist immer Definitionssache. Ich habe teilweise sehr lässige Kleider gesehen, teilweise sehr gewöhnungsbedürftige Outfits. Mit ihr sind viel so Marabu-Federn. Aha, ja. Hey, das ist Frau. Ah, stimmt, ja? Ja. Doch es sind nicht nur die Frauen, die heute glänzen. Was ist dir irgendwie positiv aufgefallen? Was ist dein Highlight diesmal gewesen? Also ich muss ja gestehen, die Männer. Weil ich finde, jeder Mann schaut einfach in Smoking super sexy aus, also kann er überhaupt nichts falsch machen. Und egal, wo man hinschaut, in erster Linie sieht man den Smoking und dann nach oben, nach unten. Also so quasi, mein Name ist James Bond. Bei den Frauen finde ich vereinzelte Highlights, aber in erster Linie eher ein bisschen langweilig oder halt, ja. Ich habe schon irrsinnig schöne Kleider gesehen, teilweise auch fast Brautkleider. Ich schaue den Männern meistens auf die Schuhe oder in die Augen. Also ich schaue auf den Popo, wie die Hose sitzt. Das ist aber auch recht. Guter Punkt. Doch wir haben uns alle nicht einfach so in Schale geworfen. Schließlich gibt es am Filmball auch eine Preisverleihung. Und da wird jemand ganz besonderer geehrt. Jetzt bin ich gespannt auf den Stargast. Ah, den haben wir noch nicht gesehen, ne? Ah ja, der sollte aber bald kommen. Wer glaubst du, ist es? Hast du irgendwie eine Ahnung oder was gehört? Ich weiß nicht, ich glaube, er hat zwei sehr spitze Eckzähne. Ja. Christopher Lee, seines Zeichens der Ur-Dracula, wird für sein Lebenswerk geehrt. Das ist für mich eine große Ehre. Mann. Man sagt mir immer, aber Sie sprechen Deutsch, Herr Lee. Es tut mir leid, das ist nicht ganz richtig. Ja, ich habe manchmal auf Deutsch gesungen und ich habe auf Deutsch gedreht in Spielbergs Film 1941. Ich war Unterseekapitän und ich habe Deutsch gesagt. Aber ich habe nie gelernt. Gesprochen. Ich habe nie gelernt, ich habe nie studiert. So muss ich auf Englisch sprechen. Der Highlight war natürlich der Lifetime Award, Lebensauszeichnung für Sir Christopher Lee, der sich wirklich freut. Er hat den Preis jetzt am Heimweg gar nicht mehr hergegeben. Er hat den anderen Tag gesagt, gib mir den Preis sofort, den gebe ich nicht aus der Hand. Ein fast 90-jähriger Mann, der wirklich flüssig Deutsch spricht, Englisch ein hervorragendes Statement abgibt und wirklich rührend die Worte, die er an das Publikum gerichtet hat. Absolut junge Preisträger, wie ich gerade gesehen habe. Die Jugend wird gekürt und es gefällt mir gut. Ist sehr gut gemacht, kann ich mir die Finger nur ein Kompliment machen. Und obwohl er heute keinen Preis bekommen hat, war für einen Mann der Tag besonders stressig. Und daran bin auch ich ein wenig schuld. Wie viele deiner Kleider sind hier am Ball heute Abend? Unzählige. Du kannst nicht glauben, was ich heute für einen Stress gehabt habe. Kurz habe ich gesagt, bleibe ich jetzt zu Hause, schlafen oder gehe ich am Ball? Dann habe ich gesagt, nein, wegen dir komme ich jetzt anschauen. Aber wir haben so viel zu tun gehabt, aber das ist schön so. Und vor allem, ich bin echt glücklich, dass es heute das erste Mal, dass es so eine Person wie du, dass mein Kleid trägt. Noch nie habe ich für ein Kleid so viele Komplimente bekommen wie für dieses. Ich liebe die Mode einfach. Ich bin der Mode verfallen. Das sieht man. Du hast Lahong an, glaube ich, oder? Ja. Habe ich das richtig erraten? Bin ich nicht gut? Er ist gut. Ist schlecht. Oder Lahong, Provision. nein, ich finde das entzückend. Mode finde ich immer wieder toll, besonders wenn man so tolle Ausschnitte hat wie die KT Steininger. Doch über ein Kompliment habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich habe dich jetzt den ganzen Abend beobachtet. Und eines muss ich dir jetzt sagen, ich habe viele schöne Kleider gesehen, aber dieses Kleid und vor allem, wie es an dir steht, das ist fantastisch, das muss ich jetzt einmal sagen, oder? Wirklich fantastisch. Ich bin sprachlos. Wirklich. Das war das einzige Wort, was ich... Können wir da jetzt ein bisschen runterschwenken, dass man sieht?
für mich, wenn es eine Wahl gibt, für mich die Nummer 1 des Abends. Sprach er und weg war er. Diddly 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 dum, boop boop be doop.